Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne meine neue Schlagbohrmaschine zeigen. Und zwar ist es eine vom Hersteller Defort. Die stellt auch sehr viele Elektrowerkzeuge her. Ich habe mich mal hier für ein günstiges Modell entschieden, für kleinere Arbeiten zu Hause hier ab und zu mal hier ein oder andere Loch zu bohren. Und dafür reicht dieses Gerät definitiv aus. Wir haben hier eine 500 Watt Schlagbohrmaschine. Das klingt vielleicht nicht viel, aber das reicht für die meisten Arbeiten hier zu Hause. Wer aber jetzt hier ein Haus errichten will damit, der sollte auf jeden Fall nach einem anderen Gerät schauen und etwas tiefer in die Tasche greifen. Denn dafür ist dieses Gerät hier nicht ausgelegt. So, ihr bekommt hier, wie ihr seht, einmal hier die Verpackung. Und dann habt ihr hier zwei Kohlebürsten zum Auswechseln, falls die hinüber sein sollten hier im Gerät. Diese lassen sich dann im Gerät hier austauschen. Dann habt ihr einmal hier auch die Bedienungsanleitung. Ihr seht auch hier die Modellnummer DID 501B. Und wie ihr sehen könnt, hier auch auf Deutsch. Dann haben wir hier weiter noch Garantiebedingungen und Sicherheitshinweise. Alles auch mit auf Deutsch. So, kommen wir zum Gerät hier. So schaut die Maschine aus. Sehr simpel auf jeden Fall. Und was ich gut finde, ist hier mit diesem zusätzlichen Griff hier, dann hat man das einfach viel besser in der Hand und kann dann auch ruhig bohren und auch mit mehr Kraftaufwand einfach geht es einfach besser dann. Dazu habt ihr hier auch hier dieses Messding hier, mit dem ihr dann den Abstand oder die Tiefe der Löcher, die ihr machen wollt, genauestens nachmessen könnt, um nicht zu tief zu bohren zum Beispiel, um auf der anderen Seite rauszukommen aus Versehen. Ja, hier am Kabel habt ihr hier provisorisch einfach mal den Schlüssel, den kann man hier einfach herausziehen. Moment, ich lege das mal ab hier. So, den braucht ihr hier fürs Bohrfutter und danach den Bohrer festzuziehen oder halt aufzumachen. Das jetzt. Das kennt ihr natürlich. Bohrmaschinen sind nichts Neues. Aber ihr könnt hier zum Beispiel auch ganz normal hier erst einmal per Hand, so mache ich das immer. Und dann, wenn ihr den Bohrer drin habt und den soweit habt, dann nehmt ihr einfach den Schlüssel und zieht dann hier nochmal ganz fest. So, praktisch ist auf jeden Fall diese Halterung hier am Kabel, damit ihr diesen Schlüssel nicht verliert, denn ihr braucht den ja natürlich immer wieder mal. So, wie gesagt, hier der Griff, den könnt ihr auch komplett abnehmen, wenn ihr möchtet, auch das Teil hier. Dann habt ihr hier den Ein- und Ausschalter hier und einmal hier den Links. Ihr seht auch hier, ich schau mal, ob ihr es erkennen könnt. Hier haben wir ein L für Linkslauf, auf der anderen Seite ist ein R für Rechtslauf. Ihr seht das Ganze hier, das wird hier eingestellt. Einmal nach links. Ich schalte mal kurz ein. Ihr seht, nach rechts. Das könnt ihr hier einstellen. Dann habt ihr, wie gesagt, die Möglichkeit, hier das einzustellen auf Bohrhammer. Das heißt, für Betonwände und so weiter kommt ihr auf jeden Fall besser damit durch, als auf dieser Stufe hier zum Bohren. Das könnt ihr hier einfach so drehen. Und dann habt ihr es auch schon umgestellt. So, des Weiteren habt ihr hier die Möglichkeit, hier am Schalter die Geschwindigkeit einzustellen. Ihr seht es vielleicht hier. Moment. So. Ein Plus und oben haben wir ein Minus. Und dabei könnt ihr hier dieses Rädchen hier entweder rauf für eine ganz niedrige Geschwindigkeit. Ich drücke jetzt mal hier volle Pulle drauf. So, und dann könnt ihr das einfach hier, indem ihr den Drehschalter hier runterdreht, erhöhen. Hier habt ihr auch die Möglichkeit, das einrasten zu lassen. Das heißt, ihr drückt hier drauf. Moment. Oh. So, passiert auch mal. So, das Ganze einfach hier einzurasten. Ihr drückt drauf. So, ihr seht. Das hakt dann hier ein und ich brauche jetzt nicht mehr drücken und er dreht sich weiter von alleine. Indem ihr hier jetzt drauf drückt,
löst sich das natürlich wieder. Zack. So, wir können hier jetzt einfach mal die Geschwindigkeit auch erhöhen. Ich hätte es auch jetzt so machen können. So, Maschine läuft und ich drehe jetzt einfach hier den Schalter dabei, so wie ich das gerade brauche. Von der Lautstärke hält sich das auch noch in Grenzen, finde ich. Ihr könnt halt natürlich diese geringere Stufe auswählen, wenn ihr vielleicht mal irgendwas schrauben müsst oder so. Seid aber immer vorsichtig, weil hier haben wir kein, mir fällt jetzt das Wort nicht ein. Auf jeden Fall solltet ihr beim Schrauben damit aufpassen, denn ihr könnt die Schraube dann abzwicken, wenn ihr das zu fest und zu schnell macht. Ja, insgesamt, wie gesagt, ein kompaktes Gerät, es eignet sich wie gesagt gut für zu Hause, für private Zwecke, für kleinere Bohrarbeiten in Wänden oder in Holz. In Holz auf jeden Fall. Kostet auch nicht viel, ich glaube um die 30 Euro habe ich dafür bezahlt. Und ich finde, das ist auch nicht sehr teuer für so eine Schlagbohrmaschine. Ja, das war's auch schon von mir, das wollte ich euch mal zeigen. Ich habe jetzt leider hier nichts, wo ich einfach mal ein Loch reinbohren könnte. Meine Frau würde mir den Hals umdrehen, wenn ich jetzt hier einfach irgendwie Löcher unnötig rumbohre. Ja, probiert es einfach selber aus, wenn ihr wollt. Ihr habt jetzt gesehen, die ganzen Funktionen dieser Maschine. Es ist auf jeden Fall sehr einfach zu bedienen und sollte jeder damit zurechtkommen. Danke euch nochmal fürs Zusehen und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.